Hier hätte man eingekauft, hier hätte man verkauft und Peng, Millionär. So leicht ist es nicht. Bitpanda sichert eure Assets auf Offline-Wallets, auf Hardware-Wallets. Sie sind EU-reguliert, haben eine BaFin-Lizenz in Deutschland. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf den Bitpanda-Link und tradet sicher. Was ist deine Preisprognose für Aaron und Casper? Wonach entscheidest du dich, ob du jetzt verkaufst? Das werde ich euch zeigen, wenn es soweit ist. Das werden die Charts uns verraten. Man muss halt lernen, Charts zu analysieren und zu verstehen, wo wir in welchem Bereich wir sind. Sind wir gerade in einem überverkauften Bereich, unterverkauften Bereich? Was sagen die verschiedensten Indikatoren? Ab welchen Punkten haben wir eine stärkere Korrektur gesehen? Und wie ist die Relation zum Bitcoin? Was macht der FX-Markt? Wie sieht der Dollar gerade aus und der US-Dollar-Index? Wie ist das Volumen? Sehen wir einen steigenden Preis, während das Volumen anfängt zu sinken? Ist das auch wieder eine ziemlich knifflige Angelegenheit, weil wir eine Bearish Diversion sehen? Viele, viele verschiedene Aspekte, die man auf den Charts dann beobachten muss, wo man dann dementsprechend agieren kann. Darum, das ist jetzt keine Sache, wo ich jetzt sage, ja, danach agiere ich jetzt. Die Charts und die Situation, in der wir uns befinden werden, werden uns sagen, ob das der richtige Punkt ist oder nicht. Und den richtigen Punkt gibt es so auch gar nicht. Also man darf jetzt nicht, wenn man neu auf dem Markt ist, sich sowas angucken und sagen, boah, guck dir mal an, das ist ja super einfach gewesen. Hier hätte man eingekauft, hier hätte man verkauft und Peng, Millionär. So leicht ist es nicht. Man muss sich bestimmte Ranges setzen. Man muss sich sagen, pass mal auf, wir sind jetzt hier irgendwo, sagen wir mal, wir sind hier zum All-Time-High gekommen. Und dann kann man sagen, hey, hier war die erste starke Korrektur nach unten. Wenn man alles falsch gemacht hätte und diese Riesenbereiche nicht mitgenommen hätte, guck mal, das ist schon mal eine richtig dicke Range von 8.000 Dollar. Das ist zwischen 12.000 und zwischen 20.000. Ne? Wenn man allein schon das gemacht hätte, gesagt hätte, hey, wir haben einen Top gebildet, sind hier runter. Und man hätte einfach stumpf gesagt, solange wir uns hier in diesem Bereich aufhalten, ist es ein guter Bereich, um zu verkaufen eventuell. Und hätte hier dann irgendwo in diesem Bereich verkauft, das wäre schon gut geworden. Weil das hier schon eine ziemlich starke Korrektur war. Und das war nicht nur irgendeine Korrektur, das war eine Korrektur, die wir erlebt haben, nachdem wir hier einen ziemlich starken Run gesehen haben, der weit über die Fibonacci Extensions von 4,236 gekommen ist. Und selbst als wir die FIPS komplett auf den 23,6 aufgebaut haben. Schaut euch das an. Das heißt, wir haben den unteren Bereich 23,6 als diese Range hier unten benutzt. Guck mal, wo wir gelandet sind. Dann sind wir erst auf die oberste Extension von 4,236 gekommen. Und wenn man sich dann sowas anguckt, dann sind das schon ziemlich eindeutige Zeichen, dass man langsam sich mal motivieren sollte, um hier etwas Gewinne zu realisieren bzw. Gewinne mitzunehmen. Was ich euch sagen möchte ist, setzt euch nicht einen festen Preis oder sagt euch nicht, oh, bei dem Preis verkaufe ich jetzt komplett. Es wird eine bestimmte Range sein, die wir bilden werden. Und ich denke, viele sind da anderer Meinung, aber habe ich euch schon öfter gesagt gehabt, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt bei Bitcoin hier in dieser Range irgendwo stoppen werden. Wenn der Bullrun kommt, meines Erachtens nach, hier zwischen dieser Range, zwischen der 95.000 und der 106.000, ich bin der Meinung, dass wir dort irgendwo zum Stillstand kommen werden. Ich tendiere mehr dazu, dass ich sage, wir werden uns unterhalb der 100.000er Marke aufhalten. Das heißt, wo werde ich wahrscheinlich anfangen zu realisieren? Sollten wir einen starken Anstieg hier sehen bei Bitcoin und hier so irgendwelche Geschichten wie diese hier machen und dann irgendwo hier landen, dann werde ich wahrscheinlich schon anfangen, hier bei der oberen 80.000er Marke, wenn wir die geknackt haben, wahrscheinlich werde ich schon hier anfangen, leicht auszucashen. Das wird der Bereich sein, wo ich wahrscheinlich sagen werde, okay, das sieht mir schon gut aus, hier fange ich schon leicht an zu verkaufen und von der 80.000 nach oben sollten wir die 90er geknackt haben, da werde ich schon mal die erste größere Summe auscashen. Wenn wir dann hochgehen, halt den Rest. Ich setze mir also eine Range. Ich weiß ganz genau, in diesen Bereichen ungefähr werde ich anfangen zu verkaufen. Wie und auf welche Art das passieren wird, werde ich nochmal natürlich, während es passiert, analysieren. Ich werde, wenn das zum Beispiel viel zu steil geht, von vornherein, und wir hier schon auf einmal über die 100.000er rüberschießen und das richtig schnell geht, dann werde ich wahrscheinlich erst verkaufen, wenn wir langsam anfangen, unter die 100.000er Marke zu fallen. Also wenn wir auf die 100.000, wenn wir auf 106 gehen und dann runtergehen und auf die 100.000er Marke sind und da brechen wollen, dann werde ich schon mal einen dicken Chunk bei der 100.000 verkaufen halt, ne?
Also die Charts werden uns schon verraten, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Je nachdem, wie schnell das geht, wie parabolisch das geht, kann man dann noch seine Anpassung machen, während es passiert halt. Ne? Darum nicht so daran gehen, wie viele denken, die neu auf dem Markt sind, wo sie dann sagen, ja, bei welchem Preis wirst du denn den Coin verkaufen oder diesen Coin verkaufen? Die Charts werden es uns einfach zeigen. Das ist eine ganz einfache, so eine simple Geschichte. Macht euch da keine großen Sorgen drüber. Wenn es soweit ist, werde ich euch zeigen, wann ich rausgehen werde oder wann ich bereit bin, hier rauszugehen. Ihr könnt euch das als Stütze nehmen, aber jeder muss da seine eigene Strategie haben und nicht sich jetzt komplett auf mich verlassen. Weil, hey, ich kann Fehler machen. Vielleicht ist meine Ansicht komplett falsch, was das angeht. Dann werdet ihr, wie ich, dann auch wahrscheinlich nicht die besten Verkaufsbereiche haben, sondern leicht darunter verkaufen halt. Ne? Aber ich kann damit leben, weil ich weiß, was ich hier mache. Ich kann es mir erklären, ich kann es begründen, das ist mir persönlich wichtig. Ja, mein Kurs, fast 7 Jahre Erfahrung aus meinem Krypto-Leben sind dort drin. Wer verstehen möchte, wie dieser Markt tickt, um letztendlich dann selber seine Strategien hier irgendwann aufzubauen, dem kann ich das empfehlen. Nehmt unseren Kurs, lernt was daraus und bildet euch dann eure eigenen Strategien.